Hallo, herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute habe ich für euch Rosmarinkartoffeln mit Speck, Knoblauch, Rosmarin. Und diese Kartoffeln sind die Drillingskartoffeln. Die kann man mit Schale essen. Ein bisschen Salz, Pfeffer, ein scharfes Messer natürlich, Alufolie und Backpapier. Wer es möchte, kann es auch ohne Backpapier machen. Aber wir machen es heute mal mit. Dazu nimmt man die Kartoffeln und halbiert die. Gibt in ein Gefäß. Jetzt kommt das Salz dazu. Da muss man wirklich reichlich nehmen. Ganz wichtig, vor dem Olivenöl kommt das Salz. Olivenöl habe ich vergessen zu erwähnen. Dann reichlich Pfeffer. Dann etwas Knoblauch, nicht zu viel, also das ganze Schälchen auf jeden Fall. Dann, wer möchte, kann einen Speck noch hineingeben. Den nehmen wir zum Schluss, den tun wir on top. Jetzt tun wir das nochmal durchmengen gut. Und noch was Salz. Noch ein bisschen Pfeffer drauf. So, und jetzt kommt das Olivenöl. Wenn man erst das Öl hinten tut, also an die Kartoffel, dann geht das Salz nicht mehr ran. Und deswegen erst das Salz, dann ist die Kartoffel auch würziger. Okay. Jetzt habe ich hier eine Alufolie. Die habe ich doppelt genommen. Da drauf ein, seht ihr, doppelt, ein Backpapier. Da drauf kommen die Kartoffeln jetzt. Den Knoblauch kann man ruhig so mit der Hand rauskratzen. Dann krusteln wir den Speck oben drauf. Das Ganze wird nicht knusprig im Grill, weil es auf das Ablagerost kommt. Darum tun wir den Speck vorher anbraten. Hier haben wir noch Rosmarin, damit parfümieren wir das nur. Das gleiche Prinzip, das wird nicht braun da drinnen, sondern parfümiert das Ganze nur. Und hier tun wir noch ein bisschen Olivenöl oben drauf. Und jetzt verschließen wir das Ganze zu einem Paket. Das Backpapier ist dafür da, dass die Alufolie nicht direkten Kontakt mit den Kartoffeln hat. Kann man übrigens bei Fisch, bei Fleisch, bei allen anderen Sachen auch so anwenden. Das Ganze machen wir auf dem Sovi XL von Broilking. Der ist knapp über 2,50 und legen das Ganze aufs Ablagerost für 40 bis 45 Minuten. Und dann ist das fertig. Danach kann man die ruhig noch heraus liegen lassen. Die bleiben noch 20 Minuten wirklich heiß und wir sehen uns in 40 Minuten. Unsere Rosmarinkartoffeln im Alu- und Backpapier eingeschlagen sind jetzt 45 Minuten bei 250 Grad auf dem Grill. Schauen wir mal nach. Das schaut gut aus. Ich höre es, wie es richtig raschelt. Hört ihr das? Das bedeutet, es köchelt da drinnen in dem Öl und die garen jetzt in einem eigenen Saft. Dazu nimmt man nicht die Hände, aber machen schnell. Wupp, jetzt sind sie unten. Gehen wir schnell rüber. Jetzt machen wir das Ganze mal auf, das Paket. Ach Gott, das müsst ihr da riechen können. Wie hammermäßig das riecht. Sind ganz leicht angebräunt. Super. Auch eine tolle Beilage zum Grillen. Ihr seht, der Speck. Der Rosmarin ist jetzt nicht knusprig, den tun wir auch weg. Der ist nicht zum Verzehr, der hat es nur parfümiert, das Ganze. Das Knoblauch, den Speck, den Salz und Pfeffer. Das ist ein richtiges Geruchserlebnis. Angebraten sind sie auch nicht. Die bleiben mit der Folie, mit dem Backpapier auf keinen Fall hängen. Nämlich ein bisschen von dem Speck dabei. Ein bisschen Blasen, ne?
Weil letztes Mal habe ich mir so den Mund verbrannt wieder. Wirklich schmackhaft, eine geile Beilage, kann man super vorbereiten auf dem Grill, kann man mitnehmen, kann man einfach auf den Grill legen und macht das echt, peppt das ganze Grillerlebnis nochmal auf. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, viel Spaß beim Nachgrillen, es kommen noch mehr Videos, euer Peter Zeidler, bis demnächst.